Ich habe jetzt eine Lieferung bekommen von Dometic Size S4. Das ist ein Fenster 400 x 900 mm und wird an die Seitenwand eingebaut. Und ich zeige jetzt einmal konkret die Schritte. Erster Schritt ist, ich packe das Teil aus und lege das mal in zwei Hälften hin. Das hier ist der Innenteil, das hier ist der Außenteil. Zweiter Schritt, ich baue mir einen Hilfsrahmen und zwar relativ exakt um diesen äußeren, also um das herum, was ihr so sieht. Also ich messe von hier bis drüben, das hat in dem Fall 39,1 mm. Ich messe von hier bis rüber, das hat in dem Fall 89,4 mm. Gebe jeweils einen Millimeter dazu und baue einen solchen Holzrahmen in einer Stärke von 24 bis 25 mm, so dass sich der gut angenehm drüber ausgeht, also mit einem leichten Spiel, aber nicht zu weit von diesem Innenrahmen entfernt. Das heißt, hier habe ich eine Stärke von rund 25 mm. Man kann sich hier fixe Leisten kaufen, das ist das Einfachste, mit 25 mm oder 24 mm und die dann zuschneiden. Und was ich immer mache, ich verwende hier sogenannte Dielenschrauben. Ihr kennt das schon aus anderen Videos. Diese Dielenschrauben sind sehr dünn und damit kann ich hier ganz an den Rand schrauben, ohne dass ich vorbohren muss und ohne dass das ausreißt. Hier geht es nicht um die Riesenstabilität bei diesem Hilfsrahmen, sondern nur, dass der, wenn das Fenster dann von außen eingesteckt wird, dass der dann den Abstand hält zu diesem Innenrahmen. Wenn man jetzt der dritte Schritt ist, ich gehe ins Fahrzeug. Hier ist das Fenster geplant. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig rundherum. Aber hier ist grundsätzlich das Fenster geplant. Und dort, wo ich schaue mir ungefähr an, wo soll das Fenster reinkommen und bohre ein einziges Loch von innen nach außen. Mit einem zum Beispiel 10 mm Stahlbohrer. Und zwar muss ich auf Folgendes achten. Das ist oftmals das Küchenfenster, das heißt, ich will es so weit wie möglich nach oben schieben, habe aber hier natürlich diesen Träger. Also hier kann ich nicht drüber hinaus. Plus ich habe hier eine Verklebung. Also hier ist Blech auf Blech, also der Träger ist mit diesem Blech verbunden. Das heißt, ich habe mit dem Loch geschaut, dass ich rund mit 25 mm, dass ich knapp unterhalb dieses also dieser zwei Bleche kommen, somit habe ich eine gerade Auflagefläche dann für das Holz. Das heißt, dritter Schritt, ein Loch bohren von innen nach außen. Dann gehe ich nach außen. Gehen wir gleich nach außen. Dann gehe ich nach außen. Und habe dieses Loch. Anhand dieses Loches und zum Beispiel so einer Referenzlinie wie diese Verklebung hier, da kann ich Millimeter genau den Abstand messen von hier bis hier. Also genau von hier bis genau hier. Also immer diese Kante. Messe das Maß und lege es hier an. Und in dem Fall habe ich hier den Strich gemacht. Also hier bis hier, exakt, ich weiß jetzt nicht mehr das Maß, aber ihr wisst, was ich meine. Dasselbe mache ich oben. Das heißt, ich nehme den obersten Rand der Bohrung und gehe hier in diese Kante hinein. Und was ich dann normalerweise mache, ich versuche das mal zu zeigen. Wenn ich zum Beispiel hier messe, dann messe ich nicht zum Beispiel so und verwende diesen ersten Bereich, sondern ich messe zum Beispiel, also müsste ich es jetzt umgedreht vorstellen, aber ich messe so, dass ich zum Beispiel mit 10 mm anlege, also 10 cm in dem Fall anlege, und hier die rechte Seite dieses Falzes hat exakt 10 mm
und dann kann ich von dort rechts oder links weiter messen, weil mir das hier vorne zu ungenau ist. So kann ich das bei allen Punkten machen und im Endeffekt habe ich dann 4 Punkte. Das heißt, wenn ich diese 4 Punkte schön angezeichnet habe, ich kontrolliere das natürlich noch einmal, passt das eh vom Innenrahmen, weil dieser schwarze Rahmen muss halt im Endeffekt dann hier eingesteckt werden. Wenn das passt, dann bohre ich Loch 2, 3 und 4, zeichne mir das mit einem Lineal an, also hier Bleistiftstrich, hier Bleistiftstrich etc. und tape es ab mit einem breiten Malertape, sodass die Stichsäge nachher keine Spuren hinterlässt. Genau, das war es dann außen. Das heißt, außen würde ich folgendermaßen weiter vorgehen. Ich würde das Tape rundherum ziehen und würde dann mit der Stichsäge, und zwar mit so einem Blatt, also ein Metallsägeblatt, mit der Pendelhub-Einstellung 0 bzw. 1. Und dann schneide ich das aus und lasse aber immer vor der Bohrung noch 1 mm stehen. Das heißt, auch wenn ich 4 Seiten gebohrt habe, also geschnitten habe, sorry, wenn ich 4 Seiten geschnitten habe, dann fällt mir das Blech noch nicht raus und ich kann dann zum Schluss ganz exakt das Blech abnehmen. Was ich dann mache, ist entgraten und die jeweiligen Schnittstellen mit einem Lack einlassen. Und von der Innenseite, jetzt gehen wir wieder rein, und von der Innenseite, wenn hier das ausgeschnitten ist, klebe ich ans Blech ein 3 mm Hammerflex-Streifen rundherum. Aber ich zeige das dann im nächsten Video. Genau, Teil 1 abgeschlossen. Übrigens, weil ich es gerade sehe, also das habe ich hier im anderen Video schon gezeigt mit dem Rober, diese sind entfernbar. Also das sind eigentlich nur Bleche, die das Flattern des Blechs bei der Fahrt verhindern. Also die kann man entfernen, wenn man hier ein Fenster einbauen will. Diese hier, die massiven, die kann man natürlich nicht entfernen. Wenn man Fenster ausschneidet, dann ist das übrigens, dann wird sie das eh so machen, dass es außen abklebt, und zwar mit einem breiten Tape. Was ich zusätzlich mache, ist auf die Stichsäge auf der Rückseite auch nochmal ein Tape drauf geben. So kann also wirklich nichts passieren, weil es kann durchaus sein, dass wenn man auf so einem Tape sieht man ganz leichte Kratzspuren. Und wenn ich auf der anderen Seite auch ein Tape habe, dann kann nichts sein. Das heißt, wenn ich das dann ablöse, habe ich hier perfekten Lack. Das wollte ich nur zeigen. Und was ich normalerweise mache, weil ich schon manchmal gesehen habe, dass Leuten irgendwie diese Blechteile dann entgegenfliegen oder so und im schlimmsten Fall nach außen fliegen, habe ich Folgendes gemacht. Und zwar, also mache ich normalerweise Folgendes. Ich bohre 4 Löcher. 1, 2, 3, 4, in allen Ecken so ein Loch, so 10 mm zum Beispiel. Ich lasse übrigens meistens auch ein bisschen eine Rundung stehen, vielleicht sieht man das hier, beziehungsweise lasse zum Schluss noch, also gehe nicht exakt dem Klebeband nach, sondern lasse hier nochmal 2 mm stehen. Das kann ich immer noch weggeben, und zwar ist das dafür, dass das Fenster von außen halten sollte. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist, dass ich also, ich schneide, einmal der erste Schnitt ist von hier vom Loch zu diesem Loch. Das ist mal der erste Schnitt, von hier nach hier, komplett durch. Dann schneide ich von hier bis 2 cm vor dem Loch. Und dann schneide ich von hier bis 2 cm vor dem Loch. Sprich, hier steht dann noch Metall. Dann schneide ich von diesem Loch
rüber bis ganz zum Loch, setze dann Schalter ab, stecke das hier rein und schneide die verbleibenden 2 cm. Und wenn es notwendig ist, drücke ich das Blech ganz leicht nach innen. Also das kann man während dem Schneiden oder irgendwie knapp davor oder ja, also das Blech so 10 cm nach innen, das macht gar nichts. So, und wenn ich dann diese 2 cm gelöst habe, dann schwenkt das automatisch nach innen, so wie es jetzt ist. Und man sieht hier, das hängt noch da dran, an den 2 cm. Das ist gerade so, dass es für das keine Beeinträchtigung ist. Aber auf jeden Fall, mir fliegt das nicht entgegen, beziehungsweise ich kann das dann in Ruhe zum Beispiel, von innen könnte ich das auch flexen. Mit der Stichsäge würde ich jetzt da hier nicht mehr, weil das ist irgendwie ein bisschen schwierig, da reinzukommen mit der Stichsäge. Also würde ich dann abflexen. Aber ich kann in Ruhe arbeiten und es geht immer Step by Step. Ich habe das Fenster jetzt von außen eingesetzt, habe den Hilfsrahmen rundherum gesteckt. Also es geht so sehr gut eigentlich. Kann das Fenster hier noch ein bisschen anpressen. Und man sieht, ich arbeite von draußen mit einer dritten Hand. Ich bräuchte es nicht unbedingt, weil das Fenster recht gut hält. Aber zur Sicherheit habe ich draußen so eine dritte Hand aufgestellt. Was übrigens absolut genial ist, wenn ihr an der Decke arbeitet. Ist so eine dritte Hand, wenn ihr keinen Helfer habt, oder Helferin, absolut hilfreich. Natürlich muss ich achten darauf, dass das Fenster richtig eingesetzt ist, sprich, also dass das unten ist. In gleicher Weise muss ich beim Innenrahmen schauen, dass dieses Teil unten ist. So, und wenn ich jetzt mit meinen Schrauben den Innenrahmen ansetze, dann stecke ich mir ein paar innen vor und muss mehr oder weniger diese Löcher hier treffen. Und deswegen ist auch dieser Innenrahmen mehr oder weniger, dass der diesen Abstand hält. Und ich mache es immer so, ich stecke ein paar dieser Schrauben von außen in den Hilfsrahmen schon ein, habe mir den Schrauber schon vorbereitet, setze den Hilfsrahmen drauf und beim ersten Schrauben schaue ich, dass ich wirklich exakt hier reinkomme, beim zweiten Schrauben auch und die anderen Schrauben ergeben sich dann automatisch von selbst. Und was ich dann auch mache, vielleicht kennt ihr das, wenn man Autoreifen wechselt, dass man immer so, man zieht den Schrauben an, dann den, dann den, dann den, dann den, dann den, dann den, dann den. Ja? Also immer so diagonal. Und beim Anziehen der Schrauben immer relativ sachte, nicht zu viel anpressen, sondern einfach lieber dann den ersten dann noch zweimal nachstellen oder den nochmal nachstellen, den nochmal. Ich mache ja normalerweise bei den Fenstern einen Holzrahmen, beziehungsweise das ist, glaube ich, übliche Taktik, einen 25 mm starken Holzrahmen zu machen, innenliegend. Was ich natürlich mache, ist ans Blech ein 3 mm Armaflex zu kleben vorher. Und früher habe ich das immer auch mit Holzrahmen gemacht und jetzt habe ich das mit XPS-Stücken gemacht. Also ich habe hier so 2,5 cm XPS zugeschnitten, beziehungsweise wenn das hier ein 20 mm XPS ist und 3 mm von darunter liegenden Armaflex dazu kommt, dann sind das de facto 25 mm. Aber 23 mm. Und ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich wieder einen Holzrahmen mache, mache ich das aus XPS. Und zwar der Sinn ist, dass es leichter ist, dass es einfacher ist zu bauen, dass es wärmedämmender ist als das Holz. Das wären aus meiner Sicht die Vorteile. Also, und es ist genauso gut, es ist mindestens genauso gut, weil es muss ja nur druckstabil sein und dieses XPS ist druckstabil. Das heißt,
dieser Rahmen drückt sich gegen den, also diese Schrauben ziehen den Außenrahmen an diesen Rahmen dran. Mit, ich glaube, 3,1 Newtonmeter Anzugsmoment soll man das machen. Das heißt, der Außenrahmen wird an diesen Rahmen dran gepresst und was dagegen hält, ist sozusagen dieser Zwischenrahmen. Und ja, der kann natürlich aus Holz sein, aber in dem Fall habe ich mich für XPS entschieden und ich werde das in Zukunft, glaube ich, immer so machen. Denn es ist günstig, einfach wärmedämmender. Also das ist wirklich ein Vorteil, weil günstig ist ja de facto egal. Das kostet fast nichts, der Rahmen hier, der Holzrahmen. Aber es ist aus meiner Sicht einfacher zu bauen auch. Denn was habe ich gemacht? Ich habe vorher abgeklebt mit Armaflex 3 mm rund um diesen Rahmen. Das mache ich so oder so. Also das mache ich in beiden Fällen. Ob das jetzt mit Holz ist oder mit XPS. Dann habe ich den Außenrahmen reingesteckt, der hält von außen, und habe diese XPS einfach nur mit leicht mit Montagekleber hingeklebt. Die halten ja mit ganz wenig Haltepunkten. Und dann habe ich dieses Fenster draufgesetzt und angeschraubt. Also aus meiner Sicht eine sehr, sehr einfache Variante und sehr einfache Methode. Übrigens, wenn ich gerade dabei bin, ich mache das hier immer so mit diesen Durchführungen. Also entweder ein Erdschlauch, 25 mm, also 3/4 Zoll Erdschlauch oder eine Art Gartenschlauch, 3/4 Zoll. Und fixiere das dann mit Sikaflex. Und werde das weiter fixieren, weil hier kommt noch eine Schicht Armaflex drüber. Und werde das also weiter fixieren. Das heißt, diese Durchführungen, diese Blechdurchführungen, die gehen hier durch und das kann sich eben nicht bewegen und damit ist es ein auch sehr guter Reibungsschutz. Also grundsätzlich, dass die Kabeln sich an dem Blech nicht aufreiben können. Deswegen ist das so eine Gummidurchführung eigentlich und damit es ja nicht scheuern kann, überklebe ich das einerseits dann nochmal mit Armaflex bzw. fixiere es mit Sikaflex und das könnte man eventuell, wenn es eine größere Ausnehmung ist, dann auch nochmal aufschäumen. Zum Beispiel hier werde ich das ein bisschen aufschäumen. Das heißt, man kann ja durchaus Bauschaum verwenden, wenn diese hintere, die äußere Seite mit Armaflex abgedichtet ist. Das heißt, zum Beispiel hier, da komme ich ja rein, gebe ein Stückchen Armaflex rein. Also es hat 6 mm oder 9 mm Armaflex hier rein, das geht sich gerade aus. Und dann kann ich das Ganze aufschäumen, somit können diese Führungen nicht verrutschen. Weil nicht, dass sozusagen dann während der Fahrt irgendwann das irgendwann verrutscht und das Kabel erst dann wieder scheuern kann. Das heißt, auch diese Durchführung werde ich mit mehreren Methoden fixieren, einerseits schäumen, andererseits hier nochmal Armaflex drüber kleben etc. Aber die eignen sich eigentlich sehr gut, diese Durchführungen. Genau. Hier sieht man es also, ist es nochmal überklebt. Da kommt es eigentlich vom Dach runter, sieht man jetzt gar nicht mehr. Hier. Ja. Zeigestab ist übrigens auch super. Brauche ich nicht immer mit dem Finger hin. Alright, alles Gute.